Yo, was geht ab? YouTube Timo hier mit dem neuen Ultra Speed Demon Hunter für Season 28. Ein kleiner Wermutstropfen vorneweg: Wir können nicht mehr Multishows oder Aufspießen durch Sperrfeuer kanalisieren, wie das letzte Season der Fall war. War ja bekanntlich das Season-Thema von 27. Was wir aber machen können: Wir können Hungriger Pfeil kanalisieren und das Ganze geschieht durch das neu gebuffte Getriebe des Schreckens, aka God Set für den Demon Hunter. Nicht das beste Set zum Pushen, das ist ganz klar, aber der schnellste, effektivste Speed-Build im Game. Gerade zu Beginn der Season könnt ihr da ohne viel Aufwand 110er plus laufen in unter 3 Minuten, die Paragon-Level einfach nur so aus dem Game rausgrinden und dann eventuell auf einen anderen Build umstellen oder auf einen anderen Charakter, mit dem ihr dann beabsichtigt, wirklich das 150er zu laufen. Also eine absolute Empfehlung von mir. Gerade auch, weil das das Starter-Set für den Demon Hunter diese Season ist und ihr das Ding quasi for free bekommt. Und wie gesagt, egal auf welchen Charakter ihr starten möchtet, geht vielleicht erstmal auf den DH, grindet Paragon bis 1000, 2000 und steigt dann um, weil mit dem könnt ihr einfach die Scheiße aus dem Game grinden, wenn ich das so sagen darf. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, ich werde euch hier drei Variationen aufzeigen: einmal T16, Speed und Push-Variante. Ihr kennt das ja von mir. Wir gehen ein bisschen auf die Ausrüstung ein, Items, Paragon-Verteilung, Skills und so weiter und so fort. Im Hintergrund zeige ich euch noch ein 100er. Das Ding laufe ich genauso, wie ihr den DH hier seht, mit keinen 10k Geschicklichkeit, 1,5 Mille Paper Damage. Die Ausrüstung ist crap, bis auf ein paar Teile. Paragon habe ich komplett rausgenommen und ihr seht, der flext schon so easy going durch ein 100er. Und da ist das Ende von weg, was der nächste Season wuppen kann. Und wie gesagt, die Builds zu allen, beziehungsweise die idealen Stats auf den Ausrüstungsteilen für alle Builds, findet ihr wie immer unten im D3-Planner. Da habe ich euch die verlinkt, wo ich halt auch immer meine Builds verlinke. Aber genug der ganzen Worte und Vorreden und Geschichten. Jetzt starten wir mal rein mit der Ausrüstung. Okay, fangen wir mal an mit der Greater Rift Speed Variante. Grundlage für alle Varianten sind natürlich sechs Teile des gebufften Getriebe des Schreckens Set. Das gibt uns, wenn wir mit Primärfertigkeiten angreifen, 60% Schadensreduktion, bis zu 160% Bewegungsgeschwindigkeit und hier im 6er Bonus ehemals 15.000%, jetzt 27.500% mehr Schaden für Primärfertigkeiten. Und die Primärfertigkeiten buffen wir natürlich noch durch andere Items dazu. Aber gleich mehr. Was auch immer noch gesetzt ist in jedem Build, ist die Morgendämmerung. Einfach hier für die Abklingzeit von Rache. Ihr wollt hier auf jeden Fall eine Morgendämmerung mit 65% haben, dass ihr dann nur noch bei Abklingzeit lediglich 37, 38% Cooldown braucht. Das findet ihr hier bei Details, um 100% Uptime auf Rache zu haben für die Schadensreduktion. Deswegen kann ich euch empfehlen, es gibt ja nächste Season die neue Mechanik, dass ihr euch Primals selbst craften könnt. Und das erste, was ihr euch craften solltet, ist hier auf jeden Fall eine Morgendämmerung mit dem maximalen Affix von 65 hier unten drauf. Was wir auch noch dabei haben, ist die Belagerungsballiste für ein Schild in Höhe unseres maximalen Lebens, bis zu 10-mal stapelbar, wenn wir Gegner angreifen. Das hilft damit, gerade bei Speed, dass wir hier die Buffs von Krümelchens Halskette oben halten können, dass wir nicht getroffen werden, sondern erst unser Schild getroffen wird und wir somit hier immer bei 100% mehr Damage sind, was dieses Amulett uns gibt. Dann haben wir hier noch als Gürtel den Zorn des Jägers, bufft nochmal die Angriffsgeschwindigkeit unserer Primärfertigkeiten und den Schaden. Ist ganz gut, weil dann könnt ihr deutlich schneller hier den Pfeil immer nachspammen. Ihr seht, die Stacks gehen hier auf 20 hoch, fallen aber auch relativ schnell wieder ab. Heißt, während des Rifts müsst ihr immer mal wieder manuell hier nachcasten, alle 3-4 Sekunden. Und das ist deutlich entspannter mit mehr Angriffsgeschwindigkeit. Als Handgelenke, an den Handgelenken haben wir hier Wickel der Klarheit. Hasserzeuger reduzieren unseren erlittenen Schaden 5 Sekunden lang um 50%. Hungriger Pfeil ist ja ein Hasserzeuger, also einfach nochmal 40% mehr Damage Reduction braucht der Demon Hunter so oder so. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch den Bonus aus Fokus und Zurückhaltung. Gibt uns 50% mehr Schaden, wenn ein ressourcenerzeugender Angriff oder eine Primärfertigkeit einen Gegner trifft, ist natürlich hier Hungriger Pfeil. Und nochmal 50% mehr Schaden, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff einen Gegner trifft, ist natürlich Sperrfeuer, mit dem wir einfach durchs Rift fliegen.
Und das sieht jetzt erstmal so aus, als wird das 100% mehr Damage sein, aber so wie Blizzard das berechnet, resultiert das Ganze hier sogar in 125% mehr Damage. Also eine exzellente Wahl hier an Ring, auch fürs Pushen, by the way. Dann natürlich in Kopf einen Diamanten für Cooldown und in die Ausrüstung Diamanten für Widerstände gegen alles. Da wurde ich auch immer gefragt, warum keine Smaragde rein für Schaden, sondern Widerstände, ganz einfach. Der Demon Hunter ist eine Geschicklichkeitsklasse, könnt ihr sehen, und Geschicklichkeit erhöht die Rüstung, heißt davon haben wir genug. Was uns aber fehlt, ist Widerstände gegen alles und das kompensieren wir hier so ein bisschen dadurch. Und dann natürlich nicht zu vergessen hier den Teguk, legendärer Gem. Während wir kanalisieren, erhöht sich unser Damage und Rüstung pro Stapel, das ganze Stack bis 10 mal hoch. Sperrfeuer ist eine Kanalisierungsfähigkeit. Ihr kanalisiert auf jeden Fall. Dann Stärke der Schlichtheit für mehr Damage bei Primärfertigkeiten. Hungriger Pfeil, wie gesagt, unser Haupt-Damage-Dealer. Und dann haben wir hier noch Verderben der Gefangenen für noch mehr Damage gegen Gegner, die beeinflusst sind. Dieser Stein bufft sich quasi selbst, weil er halt hier im Secondary auch Gegner verlangsamt. Also habt ihr immer diesen Buff am Start und seid safe. Okay, dann lass uns nochmal hier ganz kurz zum Würfelchen. Natürlich hier ein Must-Have ist 9. Köcher des Siri. Hungriger Pfeil durchschlägt Ziele, aber höchstens 4-mal und macht 600% mehr Schaden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Item und ich würde auch sagen, in der Season ist das das erste Item, auf was ihr gamblen solltet, weil das macht so viel Damage, dass ihr direkt 10 bis 15 Greater Rifts hochschalten könnt, sobald ihr dieses Item geholt habt, gefunden habt, gegambelt habt bei Kadala, deswegen alle Blutsplitter rausgehauen für diesen Köcher zuerst. Dann Tiefenwühler, ganz klassisch hier, 100% mehr Damage bei Primärfertigkeiten und eine Zusammenkunft der Elemente für den Burst Damage, wenn das ganze Ding durch Kälte rotiert, haut ihr nochmal ordentlich raus. Das hier zu der Speed-Variante. Dann kommen wir zur Push-Variante. Hier tut sich nicht so viel. Lass mich das mal ganz kurz suchen. Zur Push-Variante. Hier haben wir statt der Belagerungsballiste Vallas Vermächtnis. Und Vallas Vermächtnis erhöht ganz, ganz leicht den Schaden. Das liegt darum, dass die Geschosse von Sperrfeuer Gegner durchschlagen. Sperrfeuer dient lediglich nur dazu, hungriger Pfeil auf die Gegner zu casten. Aber gerade wenn wir eine hohe Mobdichte haben, hilft das dabei, den Pfeil öfter und präziser rauszufeuern. Denn es ist so, der Pfeil kann alle, ich glaube, 9 FPS getriggert werden. Und manchmal triggert er erst bei 10 oder 11 und mit Valla, gerade wenn viele Mobs da sind, kann man leicht mehr Damage rausholen. Deswegen ist hier Valla the way to go. Und wie gesagt, das ganze andere Setup bleibt gleich. Es wird nur Valla abgeändert und auch im Cube ist das hier same. Ne? Köcher, Tiefenwühler und Zusammenkunft der Elemente. Bei den Passives und so, da gehe ich gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Skills bleiben, wie gesagt, auch gleich. Wo sich hier ein bisschen ändert, ist bei der T16-Variante. Hier benutzen wir Youngs Reflexbogen. Nicht, weil wir irgendwie mit Mehrfachschuss angreifen. Es geht einfach hier nur um die Ressourcenkostenreduktion, die wir hier auf dem Bogen haben. Denn auf T16 fällt alles instant um. Heißt auch, hungriger Pfeil trifft Gegner im Idealfall nur einmal und deswegen habt ihr Probleme mit euren Hass aufrechtzuhalten. Deswegen, Youngs Reflexbogen, dann nehmen wir hier 9. Köcher des Siri in die Offhand für den Damage. Und ihr seht hier, beim Gear tut sich auch nicht viel, bis auf ein, zwei Sachen. Wir haben hier jetzt den Tiefenwühler ausgerüstet, Zorn des Jägers bleibt gleich. Statt den Wickeln der Klarheit haben wir hier Armschützer der Vachesa. Für noch mehr Speed Boost, wenn wir ein Objekt treffen. Und Fokus und Zurückhaltung vom Damage her brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich auf T16. Wir gehen hier jetzt auf das gute Band der Habgier, was unseren Goldsammelradius erhöht. Plus Gabe des Sammlers. Gegner haben eine Chance von 100% in der Goldexplosion zu sterben. Und wenn wir Gold einsammeln, kriegen wir nochmal 2 Sekunden 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, ihr seid die ganze Zeit einfach Gold am Sammeln und durchboosten durchs Rift. Und hier haben wir Rachels Ring des Diebstahls.
Hier ist auch ganz interessant, Bewegungsgeschwindigkeit wird hier nochmal um bis zu 60% erhöht. 60%, hier sehen wir es, um 60% erhöht, wenn wir einen Gegner mit Furcht erfüllen. Und sekundär haben wir hier eine Wahrscheinlichkeit von 1 bis 5,1% drauf, Gegner mit Furcht zu erfüllen. Und ihr trefft sowieso so oft die Mobs, ihr seid dauerhaft quasi unter diesem Einfluss, dass ihr Gegner mit Furcht erfüllt und durchspeeden könnt. Und weil wir hier jetzt natürlich Youngs ausgerüstet haben und den Köcher, gibt es hier leichte Änderungen im Cube. Einmal haben wir hier jetzt die Morgendämmerung drin für Cooldown auf Rache. Ein Goldträger, der euch quasi unverwundbar macht, solange ihr Gold aufnehmt. Denn Rüstung wird um den Wert erhöht des aufgesammelten Goldes und ihr sammelt so fucking viel Gold auf, dass ihr unsterblich seid mit diesem Gürtel. Und natürlich Ring des königlichen Prunks, um hier 5 Setteile tragen zu können mit dem Gears of Dreadland Set. Jo, das kurz zu dem Gear für die verschiedenen Varianten. Achso, eine Sache noch, falls euch das nicht aufgefallen ist. Für T16 geht dann natürlich, und das ist hier gerade, sehe ich gerade, ein bisschen Fail. Aber für T16 nehmt ihr Verderben der Gefangenen raus. Für natürlich Gabe des Sammlers, der Teguk und Stärke der Schlichtheit bleibt drin. Okay, das soweit. Und jetzt kommen wir mal zu den Skills. In seinem Speedgrader Rift sieht das so aus. Speerfeuer mit wehender Schatten, um durch die Gegner zu fliegen. Rache, dunkles Herz für die Schadensreduktion, die wir unbedingt mitnehmen müssen hier. Vorbereitung mit Konzentration für unseren Disziplinhaushalt, denn wir haben hier Rauchwolke drin mit aus den Augen für 100% extra Bewegungsgeschwindigkeit für eine kurze Zeit und das kostet 14 Disziplin, was relativ teuer ist und somit könnt ihr das Ganze ein bisschen kompensieren. Wenn ihr Probleme mit Hass habt, was ihr nächste Season eigentlich nicht haben dürftet, denn es gibt ja das eine Siegel auf dem neuen Altar der Riten, was euch für jeden kritischen Treffer Hauptressource gibt. Also Hass in dem Fall, dann nimmt Strafe mit. Da könnt ihr immer mal wieder ein bisschen Hass herstellen und das sollte ein bisschen fluffiger laufen für euch. Und dann natürlich hier Gefährte mit Wolfsgefährte für einen kleinen Damage Boost nochmal, wenn ihr vor Elite-Gegnern steht. Hungriger Pfeil mit verschlingender Pfeil, das ist hier die Kälterune und das ist auf jeden Fall auch die Primärfertigkeit, die hier am meisten Damage macht. Und je öfter der Pfeil hier einen Gegner trifft, desto höher wird der Damage. In Sachen Passive haben wir hier taktischer Vorteil für noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn wir Rauchwolke einsetzen. Betäubende Fallen, dass Gegner verlangsamt werden und weniger Schaden machen. Auslese für mehr Damage gegen unterkühlte Gegner. Gegner werden unterkühlt durch unseren hungrigen Pfeil. Und dann haben wir hier noch Hinterhalt für noch mehr Damage bei Gegnern mit mehr als 75% Leben. Zum Greater Rift Pushen verändern wir hier auch nur 2 Positionen. Erstmal geht Rauchwolke auf Spezialrezept, um die Disziplinkosten zu verringern und dass wir öfter die Möglichkeit haben, hier eine Sekunde lang unsichtbar zu werden und Gegnern zu entgehen. Sehr, sehr wichtig. Und taktischer Vorteil geht hier bei den Passives auf Bogenschießen, einfach um hier nochmal ein bisschen kritischen Trefferschaden dazu zu bekommen und ein bisschen mehr Damage aus dem ganzen Ding rauszuleiern. Für T16 gehen wir jetzt auf Full Speed. Speerfeuer, Rache und Vorbereitung bleibt. Gefährte geht raus für Schattenkraft, für noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit, 30 hier und Leben pro Treffer. Dann haben wir hier natürlich wieder Rauchwolke mit aus den Augen für 100% Bewegungsgeschwindigkeit. Und ganz interessant ist, die hungrige Pfeilrune geht hier auf Blitz, weil hier splittet sich der Pfeil, wenn er trifft, noch 3-mal. Und ihr solltet für T16 genug Damage haben, dass ihr hier noch effektiver mit die Mobs weghauen könnt, als mit dem Eispfeil, weil so oft wird der Pfeil hier gar nicht mehr durchschlagen, sondern er wird wahrscheinlich instant killen. Und dann haben wir natürlich taktischer Vorteil drin für Bewegungsgeschwindigkeit und Verfolgungsjagd für noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Auslese und Hinterhalt bleiben same. Okay, in Sachen Paragon-Punkteverteilung bei Basis. Bewegungsgeschwindigkeit wird gemaxt, der Rest geht in Geschicklichkeit für den Damage. Offensiv, kritische Chance und kritischer Trefferschaden werden im Verhältnis von 1 zu 10 gemaxt. Guckt nicht hier, sondern bei euren Charakterdetails, dann macht euer Charakter am meisten Schaden. Danach Abklingzeitreduktion, danach Angriffsgeschwindigkeit, Defensiv, Widerstände gegen alles, Leben, Rüstung, Lebensregeneration und Abenteuer, Ressourcenkostenreduktion, Flächenschaden, Leben pro Treffer und zuletzt Goldsammelradius. Jetzt noch was zur Quality of Life und dem Begleiter unserer Wahl.
Erstmal könnt ihr natürlich hier Hungriger Pfeil schon in der City uncasten. Ihr seht, die Stacks gehen hoch auf 20. Und könnt dann schon mit vollen Damage und Bewegungsgeschwindigkeit ins Rift reinstarten. Das hilft natürlich auch ein kleines bisschen. Und solltet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt in jeglicher Variante, die ich vorgestellt habe, Probleme haben mit Hass oder Disziplin, nehmt einfach hier ein Speed-Talent oder ein defensives Talent raus für Blutrache. Blutrache gibt mehr maximalen Hass, außerdem stellen Heilkugeln nochmal 30 Hass und 3 Disziplin wieder her. Dann sollte das gar kein Problem sein, hier mit dem Haushalt von der Ressource. Das geht auf jeden Fall klar. So, dann zu guter Letzt noch was zum Begleiter oder Begleiterin in diesem Fall, denn wir wählen hier die Verzauberin aus folgenden Gründen. Erstmal hat sie hier Betören, das heißt, sie kann einen Gegner quasi charmen, der kämpft für uns und solange der für uns kämpft, macht er kein Damage und ist auch unter CC-Kontrolle, nimmt mehr Damage, also ganz gut, nehmen wir mit. Dann hat sie hier sowas Schönes wie prophetische Harmonie, heißt einfach nichts anderes, dass basierend auf ihrer Intelligenz unsere Cooldowns runtergeschraubt werden. Das Ganze kann bis zu 10% hochgehen. Und das ist ganz gut, weil dann könnt ihr euch ein Cooldown-Roll bei euch auf dem Gear quasi sparen und da was Defensives oder Offensives für reinnehmen. Ist sehr, sehr gut. Dann haben wir hier Energieschild, das seht ihr jetzt nicht, aber das gibt uns nochmal ein bisschen mehr Rüstung. Und ganz unten Aufschub des Schicksals ist einfach der Skill. Wenn wir sterben, hat sie alle 2 Minuten die Möglichkeit, uns von den Toten zurückzuholen. Undertaker-mäßig hier. Deswegen, die Skills würde ich euch empfehlen. Dann kommen wir jetzt hier zum Gear. Und natürlich würde ich sagen, wie immer haben wir hier die heilige Dreifaltigkeit des Begleiters dabei, bestehend aus Oculus Ring, in den ihr euch stellt, sobald er spawnt, für mehr Damage. Nemesis Arm Sheen für mehr Progress, mehr Mobs von Pylonen und so weiter und so fort. Und Duft der Zeit für verdoppelte Wirkungsdauer von Pylonen. Die drei Dinger sind ein Must-Have, natürlich hier mit dem Weihrauchfass, dass die Begleiterin nicht sterben kann. Was ich gerne dabei habe, ist sowas hier, Donnerzorn, die Windklinge, weil die Treffer spreaden sich auf mehrere Gegner und das hilft ein bisschen dabei, ihre Skills zu proggen. Dann, dazu kommen wir gleich, dann habe ich gerne hier Zielsuchplatten, dass man sich ohne Probleme aus dem Rift rausteleportieren kann. Gerade im Hardcore sehr, sehr wichtig. Und die zerbrochene Krone habe ich auch gerne aus dem Grund, dass jedes Mal, wenn ein Gem droppt, ein weiterer Gem droppt und wir brauchen super viele Gems, um die auf unsere Ausrüstung zu pressen. Deswegen kann ich euch das empfehlen, auch so früh wie möglich hier mitzunehmen. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Utility und Damage, was ich hier fahre. Das seht ihr auch daran. Okay, hier haben wir noch Tal Rashas, einfach auch nur wegen der Angriffsgeschwindigkeit. Und dann haben wir hier noch die Kombination aus dem Dreierbonus von Gang der Weisen für doppelte Atem des Todes und den Dreierbonus von Kains Bestimmung für mehr Portalschlüsselsteine. Sehr, sehr nice, wenn ihr solo Niphalem Rifts läuft, dann ist das hier das Mittel der Wahl. Natürlich dann bei jeweils 2 Teilen noch den Ring des königlichen Prunks. Und in allen anderen Stuff hier ballert ihr einfach Topase rein für mehr Intelligenz, denn ihre Skills hier unten skalieren mit der Intelligenz, die sie drauf hat. Und das geht alles hoch bis 25k, also 25k ist hier Maximum und dann ist sie voll equipped. Und eine letzte Sache noch, weil die Frage kam letztes Mal auch öfter auf. Wie bekomme ich Intelligenz auf dem Gear, wenn ich doch eine Geschicklichkeitsklasse spiele? Ganz einfach, ihr sammelt einfach gutes Gear in Uralt, was hochrollen kann. Und ihr seht hier, überall ist Intelligenz draufgerollt. Da war mal überall Geschicklichkeit drauf. Und das macht ihr einfach so, ihr erstellt euch ein Level 1er Intelligenzcharakter, Witch Doctor, Mage, Necro und geht dann mit dem einfach hin, rollt das Zeug um, wieder zurück in die Truhe, nimmt das mit dem Demon Hunter, gibt das der Begleiterin, GG. So geht das einfach. Und so sieht das aus. Und dann solltet ihr somit safe sein und vor allem auch schnell sein für Season 28. Okay, Ladies and Gentlemen, das ist der neue Ultra Speed Demon Hunter. Ich hoffe, das Video war aufschlussreich, aber wenn noch Fragen offen sein sollten, ab damit in die Comments oder ihr kommt einfach direkt im Livestream vorbei. Da streame ich nonstop diese Season, bis Diablo 4 kommt. Ansonsten, wenn das Ding euch gefallen hat hier, dann abonniert doch einfach den Kanal. Und mir bleibt jetzt noch zu sagen, danke für eure Zeit, viel Spaß und Erfolg in Season 28. Ich bin raus, Peace!